Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von. Erstmal was trinken. Und dann mal hier. Bup, bup. Brauchte eh wieder ein bisschen länger, weil wir letzte Folge neu geladen haben. Und das kommt jedes Mal, wenn ein ATS Spielstand lädt. Und das, wie gesagt, seit der Version 1.45, glaube ich, existiert dieser Bug. Ich glaube, seitdem das letzte DLC dazu gekommen ist, also seit dem Texas DLC. Deswegen glaube ich, dass das Spiel insgesamt einfach so groß ist, dass er selbst nicht mehr wirklich weiß, was er nicht abgeht. Und der damit die Map nicht mehr richtig cachen kann. Beziehungsweise die Checksum nicht mehr bilden kann oder I don't know. Guter Beat, gut Lied. Okay. Dachte, er geht ein bisschen Richtung Evanescence. Aber nö. Warum reisen wir überhaupt so? Wir haben doch alle Zeit der Welt. Wir sind Landschaft genießen hier. Rollen wir mal langsam aus. Vor allem, wie gut ich die Kurve gemeistert habe, ne, in der letzten Folge. Wenn da nur dieses blöde Auto durchgekommen wäre. Frechheit. Hat alles kaputt gemacht. Weil, was ist denn hier los? Jetzt weiß ich gar nicht, wie die neue Kollegin überhaupt heißt. Katharin. So, hier ist jetzt alles gut. No.
Ah, wir sind doch Kraftwerk, ne? Wow. Ja, wenn du hier rechts abkriegst, dann musst du zum Kraftwerk kommen. Oder zum Umspannwerk oder was auch immer das da ist. Deadlifting. Ah ja, hier müssen wir gleich unsere wunderschöne Brücke kommen. Mhm. Beste Brücke ever. Haben wir gleich Fotos gemacht hier auf der Stelle? Nee, ne? Wichtigstes Postkartenmotiv ever. Ach, jetzt würde ich solche Sachen alle erkunden. Leider endet der Kurzende wahrscheinlich die Map sowieso, von daher. Leider ist halt so eine richtige Open World Map halt kaum möglich, bei so einer riesigen Map. So das komplett Open World zu machen, wird nicht funktionieren. Von daher. Muss man leider mit diversen abgeschlossenen Routen immer rechnen. Hier geht's jetzt rein, ne? Als ob. Digga. Warum ich da ist. Es ist halt immer so hart. Verdammt! Angebumst. Thank you.
Vielleicht können wir diese weißen Felsen, diese undankbaren Steine. Neverwood Bridge. Die Brücke ist nicht das Problem, sondern die weißen Steine da. Die Dinger. Weil die immer so eine große Hitbox haben. Dass man den weiträumig ausweichen muss. Thank you.
Können ich einfach jetzt hier geradeaus weiterfahren? Wir müssen doch genau auf die Straße drauf zu kommen. Ich meine, gut, wir fallen ein bisschen tief, aber hey.
Ganz normal. So, würde ich mal sagen, fahren wir erstmal zur Werkstatt, oder? Fahren wir erstmal pennen oder erstmal zur Werkstatt? Oh, wir fahren erstmal zur Werkstatt. Wobei, bei der Werkstatt können wir, also bei, da wo wir pennen, ist auch eine Werkstatt. Können wir also so doch gleich beides machen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Hä? Oh, das war der Händler? Wir müssen noch ein Stück weiterfahren. Hier. Haha. So, schon über alle Spuren geparkt. Sehr geil. Hey, mein LKW steht gerade. Also, die Zugmaschine ist top. Die Frage ist, wenn wir jetzt gleich nochmal, weil es ist halt mitten in der Nacht so. Och nein. Es ist wieder dunkel. Gut. Da wird also nächste Folge offensichtlich. Oh. Nächste Folge offensichtlich. So, da haben wir 11.000. Noch über. Nächste Folge, wo offensichtlich eine Nachtfahrt. Naja. Oder wir können also sobald es dunkel ist, dann auch relativ schnell pennen gehen. Müssen wir mal gucken, wie viel Reserve wir haben bei der nächsten Mission. Ja, das war jetzt einfach mal dreimal durchpennen. Geil. Jo, bis dann.